Herbst 1918. Es ist nun 4 Jahre her, dass der Erste Weltkrieg begonnen hat. 1917 sind die Vereinigten Staaten in den Krieg eingetreten, was die Kräfteverhältnisse verändert. Unter der Befehlsgewalt von General Foch gelingt es den alliierten Armeen, in 4 Monaten die letzte große deutsche Offensive zurückzudrängen, bei der die deutschen Truppen im Mai 1918 bis an die Marne und Compiègne vorgestoßen sind. Die Alliierten erobern immer mehr Fronten. Die Briten besiegen die Türken im Nahen Osten, die Italiener drängen die Österreicher und Ungarn zurück, deren Reich zerfällt. Die deutsche Heeresleitung, die noch nicht an eine Niederlage glauben will, versucht Zeit zu gewinnen und fordert ab September Kaiser Wilhelm II. Auf, einen Waffenstillstand vorzuschlagen, was bedeuten würde, dass Franzosen und Deutsche praktisch gleichwertig aus dem Konflikt hervorgehen. Am 3. Oktober 1918 ernennt Kaiser Wilhelm II. Den gemäßigten Prinz von Baden zum Reichskanzler, in der Hoffnung, dass er milde Waffenstillstandsbedingungen für Deutschland aushandelt. Am 4. Oktober bittet dieser den amerikanischen Präsidenten Wilson um Frieden. Wilson antwortet, dass Marschall Foch ihm die von den Alliierten vorgesehenen Waffenstillstandsbedingungen mitteilen wird. Marschall Foch beauftragt seine Offiziere, einen Verhandlungsort in einer unbewohnten Gegend zu finden. Er will nicht, dass die Verhandlungen durch Neugierde oder Indiskretion gestört werden, und er will den Deutschen, die er persönlich als besiegt betrachtet, eine weitere Demütigung ersparen. Die Wahl fällt auf einen Platz im Wald bei Compiègne in der Nähe des kleinen Bahnhofs von Retondre, wo 2 Bahngleise parallel verlaufen und so einen idealen Ort für das Zusammentreffen darstellen. Es werden 2 Sonderzüge zusammengestellt, um die beiden Delegationen zu befördern und unterzubringen. In Deutschland herrscht Chaos. Die Soldaten sind kriegsmüde, die russische Revolution überschwemmt das Land, das am Rande eines Bürgerkriegs steht. Kaiser Wilhelm II. Geht ins Exil nach Spa in Belgien. So ist die Lage, als die deutsche Delegation am 6. November Berlin verlässt, um nach Spa zu reisen, wo sich die oberste Heeresleitung des Deutschen Reichs befindet. Über die endgültige Zusammensetzung dieser Delegation wird lange diskutiert. Die deutsche Heeresleitung will nämlich gar nicht verhandeln, denn das hieße, eine Niederlage zu akzeptieren, was sie bislang verweigert. Die deutsche Delegation besteht schließlich aus 4 Mitgliedern. Ein Politiker, der Staatssekretär Matthias Erzberger, der ihr vorsteht, der Diplomat Graf von Oberndorf, Generalmajor Winterfeld und Kapitän zur See Wanzelow. Begleitet werden sie von einem Dolmetscher und einem Stenografen. Auf Seiten der Alliierten ebenfalls 4 Gesandte. Für Frankreich Marschall Foch, unterstützt von General Weygand. Das Vereinigte Königreich vertritt Admiral Wimmes in Begleitung von Admiral Hope, auch sie mit Stenografen und Dolmetschern. Das Datum wird festgelegt. Am 7. November verlassen die Bevollmächtigten Spa. Die Reise ist eine wahre Odyssee. Der Konvoi durchquert eine Landschaft in Trümmern und muss es mit Minen, zerstörten Gleisen und Brücken aufnehmen. Vor allem muss er reibungslos die französische Front passieren. Die Deutschen haben vergessen, eine weiße Fahne mitzunehmen. Die Tischdecke einer Anwohnerin tut es auch. Der französischen Armee wird Waffenruhe von 13 Uhr bis Mitternacht verhängt. Der deutsche Konvoi kommt in Ternier an, von wo aus ein Zug sie an einen ihnen unbekannten Ort bringen wird. Am 8. November schließlich, gegen 6 Uhr morgens, hält der Zug der deutschen Delegation auf der Höhe des Zuges, in dem Marschall Foch bereits seit dem Vorabend wartet. Um 9 Uhr morgens, am 8. November 1918, betritt die deutsche Delegation den Holzsteig, der zwischen den beiden Gleisen errichtet wurde. Foch schreibt in seinen Memoiren: Ich schaute aus dem Fenster. Auf dem Holzsteig näherten sich 4 Männer. Ich betrachtete sie und dachte, das ist also das Deutsche Reich. Es hat gekämpft und bittet nun um Frieden. Und da es zu mir kommt, werde ich es behandeln, wie es das Reich verdient. Ich werde hart und kalt sein, doch ohne Groll und Grausamkeit. Hier nun die erste Unterredung, wie Augenzeugen sie festhielten. Foch grüßt und nimmt seine Kopfbedeckung ab. Mit wem habe ich die Ehre zu sprechen? Mit den Bevollmächtigten der deutschen Regierung. Was führt die Herren hierher? Die Vorschläge der Alliierten zur Herbeiführung eines Waffenstillstandes entgegenzunehmen. Ich habe ihnen nichts anzubieten.
Oberndorf ergreift das Wort. Wenn der Herr General es vorzieht, erfragen wir die Bedingungen, unter denen die Alliierten einem Waffenstillstand zustimmen würden. Ich habe keine Bedingungen zu stellen. Da holt Erzberger die Note von Präsident Wilson hervor, die besagt, dass Foch befugt ist, die Waffenstillstandsbedingungen bekannt zu geben. Foch unterbricht. Ersuchen Sie den Waffenstillstand? Falls Sie ihn erbitten, kann ich Ihnen die Bedingungen bekannt geben, unter denen er gewährt werden kann. Erzberger und Oberndorf bestätigen, dass sie darum bitten. Dann werden Ihnen die Bedingungen der alliierten Regierungen vorgelesen. Foschs Worte wirken unerbittlich. Doch er will, dass die Deutschen den entscheidenden Satz aussprechen, und zwar, dass sie den Waffenstillstand ersuchen, was der Anerkennung ihrer Niederlage gleichkommt. Die Bedingungen sind hart. Die Deutschen müssen bis hinter das Rheinufer zurückweichen, ihre Flotte und einen Großteil der Waffen abtreten. Ihnen wird eine Frist von 72 Stunden zugestanden, um die Information weiterzuleiten. Doch in Berlin ist die Lage brenzlig. Die Revolution hat die Hauptstadt entflammt. Am 9. November wird die konstitutionelle Monarchie gestürzt. Unter dem Druck der Öffentlichkeit verkündet Reichskanzler Max von Baden die Abdankung von Kaiser Wilhelm II. Ohne dessen Zustimmung. Am selben Tag ruft der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann in Berlin die Republik aus, um den Spartakisten zuvorzukommen, die praktisch gleichzeitig die Retterepublik ausgerufen haben. Das ist die Geburtsstunde der Weimarer Republik, der ersten deutschen Demokratie, und sie ist von Anfang an geschwächt. Im allgemeinen Chaos erhält Erzberger keinerlei konkrete Anweisungen aus Deutschland. Also versucht er zu verhandeln und bekommt ein paar magere Zugeständnisse. Für die Franzosen ist es ein symbolträchtiger Tag. Der Krieg ist vorbei, Deutschland besiegt. Doch in Deutschland führt die Tatsache, dass der Waffenstillstand von einem Zivilisten unterzeichnet wurde, dazu, dass manche die Armee als unbesiegt betrachten und die Niederlage dem Defätismus der Sozialdemokraten zuschreiben. Das ist die sogenannte Dolchstoßlegende. Erzberger fällt übrigens 1921 dem Attentat eines Ultranationalisten zum Opfer. Dies ist das einzige offizielle, von Foch geduldete Foto der Vertreter der Alliierten vor dem berühmten Waggon 2419D, den für Marschall Foch in ein Empfangs- und Arbeitszimmer umgebauten Speisewagen. Nach Kriegsende wird der Waggon wieder als Speisewagen benutzt. Auf der Lichtung verschafft sich die Natur wieder ihr Recht. Im April 1921 stiftet die Schlafwagengesellschaft den Waggon auf Bitten der Regierung Clemenceau, dem Staat. Er wird im Ehrenhof des Hôtel des Invalides in Paris aufgestellt. Am 11. November 1922 wird die Lichtung feierlich im Beisein von Marschall Foch eingeweiht. Eine riesige Betonplatte zwischen den Gleisen symbolisiert die Grabstätte des Deutschen Reiches mit der Inschrift: Hier unterlag am 11. November 1918 der frevlerische Hochmut des Deutschen Reichs, besiegt von freien Völkern, die es unterjochen wollte. Das Denkmal für Elsass-Lothringen zeigt einen deutschen Reichsadler, der von einem Schwert durchbohrt wird. Einige Jahre später baut man eine Halle zum Schutz um den Waggon herum. Und 1937 wird das Ganze mit einer imposanten Statue von Marschall Foch abgerundet. Voilà, heute haben wir Rotonde und den Waffenstillstand von 1918 erlebt. Bald werden wir nach Rotonde zurückkehren, doch das nächste Mal wird es 1940 sein.